Herr Botschafter, das ist wirklich entzückend, dass Sie mich in dem eiskalten Stiegenhaus da aufgerissen. Oh, küss die Hand, schöne Schweizerin. In düsteres Trau gehüllt heute, das wegen Kitzbühel. Nein, das ist nicht notwendig. Wer spricht von Segen? Dabei sein ist alles, nicht? Also, ich bin mir wirklich vorgekommen wie ein verlassenes Waisenkind, das irgendwo an der Stiege vom Waisenhaus in einer Schuhschachtel liegt und schreit, wer will mich und keiner will mich. Und dann sind Sie vorbeigekommen und haben mich aufgehoben. Ich habe sie mit Vergnügen mitgenommen. Ja, ja, das hat der Herr Doktor so an sich, wie viele andere kleine Buben übrigens. Was sie auf der Straße finden, nützes, aber meist unnützes, sie tragen es heim. Oh, küss die Hand. Ja, bitte. Bitte sehr. Herr Doktor, bitte setzen Sie sich jetzt schon in diesen eigens für Sie vorbereiteten Fauteuil. Ja, ja, ich sehe schon. Bitte mit den einladenden Kissen, ja, so. Ich weiß, die Decke schön auf die Knie, damit die Füße warm werden. Nach so einem Winterspaziergang braucht der Körper wieder Wärme, damit das Blut zirkuliert und die Seele auch. Ja, also, meine liebe Marianne, ich schwöre Ihnen, meine Seele zirkuliert auch ohne diese Decke noch immer also, ganz gut. Na, wer wird denn widerspenstig sein? Wirklich was? Sie dürfen sich auch setzen, ja, Herr Windeck. Das ist entzückend, sehr, sehr lieb. Bitte. Muss ich auch einen Deckel nehmen? Sind Sie erkältet? Nein. Nein, dann brauchen Sie keine Decke. Sehr lieb, danke. Ja. Und sprechen Sie schön miteinander, ja? Aber nur Erfreuliches. Nur Erfreuliches. Gut, brav. Ich muss jetzt in die Küche, aber ich komme bald wieder herein. Mit einem Kamillentee. Das grenzt an gefährliche Drohung. Na, wer wird denn so etwas sagen? Ein wohlerzogenes Bürbli sicher nicht, oder? Na, Sie Bürbli, ich nehme an, Sie brauchen jetzt etwas zum Aufwärmen. Oh, ich doch die Decke nehmen. Nein, oder danke. Ein Kamillentee. Oder wie wäre es denn, wenn wir den Cognac miteinander trinken würden? Ja, das wäre natürlich, Cognac wäre das. Aber was ist, Herr Botschafter, wenn Sie uns dabei erwischen? Sie können das noch komisch nehmen. Ich leider nicht mehr. Mich sekiert Sie vom frühen Morgen bis zum späten Abend. Was ist schon immer so? Nein. Erst seitdem meine Frau weg ist. Also erst seit meine Frau wieder einmal für längere Zeit verreist ist. Und ich glaube ja, ein Mann kann gar nicht so alt sein, dass er nicht mütterliche Gefühle bei allen weiblichen Wesen in seiner Umgebung hervorruft, wenn er allein ist. Das heißt, wenn er momentan allein ist. Naja, das kenne ich, wissen Sie. Das, also ich muss ehrlich gestehen, das ist ein Trick, denn wenn alle anderen Eroberungsversuche fehlschlagen, dann habe ich den auch schon angewandt. Nicht? Das ist einfach ein Dackelblick und vielleicht 2, 3 fehlende Hemdknöpfe und zum Drüberstrahlen eventuell noch 2 ungleiche Socken und schon ist man adoptiert. Ja, na bravo. Aber ich habe nicht die Absicht, mich von der Marianne adoptieren zu lassen, von meinem Wunsch, sie zu erobern, ganz zu schweigen. Bitte, ich muss ja zugeben, sie ist eine sehr nett aussehende und eine sehr appetitliche Person. Aber wie die mich behandelt, wirklich, mir bleibt nur mehr die Flucht. Ich bin noch nie in meinem Leben so viel spazieren gegangen wie jetzt. Das heißt, heute habe ich den Spaziergang natürlich unterbrochen, bin ins Kaffeehaus gegangen und habe mir die Abfahrt in Kitzbühel auf der Streif angeschaut. Denn zu Hause hätte sie mir das nie erlaubt. Als Schweizerin druckt sie natürlich für die Schweizer und ich druck für die Österreicher. Da kann es Komplikationen geben. Das wäre heute was geworden. Okay, ja. Beim heutigen Abfahrt, erster Klammer, zweiter Resch, dritter Steiner, fünfter Würzberger. Darauf wären wir vielleicht eine... Na, da muss sie ja entsetzt gewesen sein. Sie war es auch, aber sie hat es nicht gezeigt. Sie hat mich sogar gegrüßt, wie ich nach Hause gekommen bin. Aber ich weiß schon warum, weil ich sonst immer so brav bin. Ich gehe spazieren bei jedem Wetter stundenlang. Naja, das ist vielleicht nicht immer sehr angenehm, aber es ist ganz bestimmt überaus gesund. Ja, gesund und gesund muss ich bleiben, mein Lieber, und zwar eisern. Denn wehe mir, wenn ich auch nur einen Schnupfen kriege. Dann lässt sie mich wieder 2 Wochen überhaupt nicht aus dem Haus. Was heißt nicht aus dem Haus? Dann steckt sie mich für 14 Tage ins Bett mit Heizkissen, mit Wärmeflaschen, mit Tropfen in der Nase, mit einem Hustensaft im Kamillentee und mit dem Thermometer im Mund. Macht mir täglich 2 Wickel. Hält dauernd meinen Puls, so fühlt sie meinen Puls und liest mir erbauliche Geschichten vor. Damit hat sie übrigens schon angefangen. Was mit dem Puls? Das tut nein, mit den erbaulichen Geschichten. Und gestern Abend ist sie in mein Schlafzimmer gekommen. Oho. Weil ich noch Licht gehabt habe und hat mich gefragt, ob ich denn nicht schlafen kann. Dann habe ich gesagt, naja, natürlich kann ich schlafen, aber ich möchte vor dem Schlafen noch ein bisschen lesen. Ach, und das erlaubt sie Ihnen auch nicht?
Oh doch, ja, großzügigerweise schon. Aber sie will bestimmen, was ich lesen darf. Und das ist gar nicht immer so einfach. Nicht wahr? Jedenfalls, sie hat sich dann auf meinen Bettrand gesetzt. Und nein, sagen Sie jetzt nicht wieder hoch, sonst kriegen Sie nie wieder einen Cognac. Na, bitte, nein, lieber. Und was glauben Sie, was sie mir vorlesen wollte? Sie werden mir es hoffentlich erzählen, Herr Botschafter. Selbstverständlich werde ich es Ihnen erzählen. Den grünen Heinrich. Den grünen Heinrich? Na ja, aber das ist aber nicht so. Ich meine, als Schweizerin nicht, das ist ja verständlich. Ja, ja. Und ich meine, also ich habe in der Schule eigentlich Keller, habe ich immer ganz gern gelesen. Ja, in der Schule, aber ich gehe ja nicht mehr in die Schule. Aber wie wäre es aber, Herr Botschafter, wann Sie ja das irgendwann einmal mitteilen würden, der Marianne? Ich ihr sagen? Ja. Mhm. Sie haben leicht reden, Sie gehören einer mutigen Generation an. Also gar so arg ist es auch nicht. Okay. Ja, was die Frauen betrifft, ganz bestimmt, aber ich? Ich bring's halt einfach nicht über mich, eine Frau einfach abzuwimmeln. Na, abzuwimmeln, das kann ich auch schwer. Und schon gar nicht bring ich's über mich, eine Frau zu kränken, wenn sie's gut meint. Und das tut ja natürlich die Marianne. Allerdings, jetzt fängt sie auch schon an, meine Besucher zu zensurieren. Was? Wie macht sie das? Überklebt sie die kritischen Punkte mit Leukoplast? Nein, das nicht. Aber sie will feststellen, wer herein darf und wer nicht. Oh, ja. Oder? Und wenn sie das Gefühl hat, dass jemand mich aufregen könnte mit irgendeinem Gespräch, den lässt sie erbarmungslos wieder abfahren. Zum Beispiel viele von meinen... Aha, da kommt wer rein. Viele von meinen alten Freunden, von denen sie fürchtet, dass sie vielleicht über meine Frau mit mir reden könnten. Obwohl, ich weiß nicht, warum das eigentlich so ist. Aber jedenfalls, also das ist für die Marianne ein Tabu. Das steht auf ihrem ganz privaten Index. Am liebsten würde sie mich ja unter einen Glassturz setzen, mit einer Pudelhaube auf dem Kopf und mit einem Heferl Kamillentee und mit vielen Decken um die Füße. Herr Doktor, ja. Da draußen, da sind zwei Herren, die... Mhm. Ja, was sehe ich denn da? Also, Marianne, wenn Sie wirklich nicht wissen sollten, was Sie da sehen, das ist eine Flasche. Und in der Flasche ist Cognac. Mais fi donc, Monsieur l'Ambassadeur, c'est vraiment... Ja, vraiment, vraiment. Ich will jetzt vraiment, will ich sehen, was ich noch nicht sehe, und das sind die beiden Herren. Bitten Sie sie herein. Ich weiß nicht, ob das günstig ist. Herein bitten, bitte. Und zwar sofort, bitte. Na. Das war aber schon ganz gut, muss ich sagen. So ein zarter Anflug von Strenge steht Ihnen ganz gut. Es tut mir auch schon wieder leid. Es tut mir wieder leid, aber ich meine, lieber Dr. Ullmann, so werden Sie aber von dem Glassturz nie hervorkrabbeln können, wenn Sie Ihnen immer gleich leid tun. Ja. Guten Abend. Ja. Treten Sie näher, meine Grüße, Herren. Botschafter. Aber treten Sie nicht zu lang. Die Zeit des ein Botschafters ist begrenzt. Ja, so redet man von einem Todgeweihten. Oh Gott, bewahre, wir werden so etwas Schreckliches von sich behaupten. Danke Ihnen schön. Ja, ist schon gut. Meine Herren, Herr Doktor, ich freue mich sehr, dass Sie endlich einmal den Weg zu mir gefunden haben. Na, als alter Legionär war ja 2 Jahre in der Fremdenlegion. Das ist doch keine pfadfinderische Leistung. Und am selben Tag von einer Tür in die andere. Wir kennen uns ja nicht so genau, mein lieber Herr Botschafter. Wir haben uns nur einmal kennengelernt bei dieser Party da, bei dem Teufelsgeiger, wenn Sie sich erinnern. Ja, aber ja. Sie kennen natürlich meine ganze liebe Familie. Ne? Ich bin ja der Bruder von Frau Lafitte. Aber mein Lieber, ich habe mich selbstverständlich sofort an Sie erinnert. Sie sind doch der Mann mit dem Buddha. Wieso? Was für Buddha? Na, erinnern Sie sich nicht, der wunderschöne Buddha, den Sie damals mitgebracht haben? Ach so, ja, der Buddha. Ja, da hat man mich reingelegt. Ja. Ach so. Ach, Sie da, Herr Windeck. Ja, Onkel Kurt, der Globetrotter ist. Herr Windeck, da muss ich natürlich nicht aufhalten. Ja. Nein, Sie halten mich durchaus nicht. Im Gegenteil, ich freue mich über jeden Besuch. Dürfen wir, Botschafter? Ja, ich bitte darum. Sehr liebenswürdig, Dankeschön. Trinken Sie vielleicht einen Schluck mit uns? Ja, bitte. Danke, nein. Wir wollen auch den Herrn Windeck nicht aufhalten. Er ist ein junger Mann. Der Blüte seiner Jahre. Der weiß doch am Samstagnachmittag was Besseres zu tun. Nicht? Saturday Night Fever. Nein, Fever habe ich eigentlich nicht. You don't speak English? Nein. Speak, ja. Das Swinging Vienna Disco. Dancing, gehen Sie ruhig. Nicht? Da war ich jetzt einfach mal jung. Das ist furchtbar lieb, aber ich kann nicht. Sie kennen nicht Disco Dancing? Aber es ist doch höchste Zeit, dass Sie es kennen.
kennenlernen. Und zwar gleich. Bitte, gleich, das wird daran scheitern, nicht, dass um diese Zeit gewöhnlich kein Disco-Dancing stattfindet. Aber wer sucht, der findet. Ja, und zweitens, Sie werden lachen, aber für derartige Vergnügungen fühle ich mich schon ein bisschen zu alt. Aber hören Sie doch mal, keine Scheu, junger Mann. Mut, Courage. Auf los geht's los. Ja, vielleicht eine Zigarre, meine Herren. Ja, bitte, ja. Danke, nein. Und drittens könnte ich ja auch gar nicht weg, weil ich bin ja nur kurzfristig, hat mich liebenswürdigerweise der Herr Botschafter eingeladen. Aber eigentlich warte ich hier auf den Herrn Sektionschef, bis der kommt, weil ich dir meine Rechnung präsentieren muss. Nicht? Aha, ja, mein Schwager, der ist ja weit, weit weg, so viel ich gehört habe. Ja, in der Schweiz. In der Schweiz war er. Schwager war in der Schweiz, jetzt ist er aber wieder da, schon seit einer Woche. Ach so, der ist da, ja. Ja, ist er sich doch. Da kann er ja sein, ne? Da ist er jedenfalls nicht. Na ja, da ist er nicht. Ich meine, Sie erwarten ihn doch auch nicht, Herr Botschafter, oder? Nein, leider nein. Aber wenn Sie ihn sprechen wollen, dann warten Sie doch ein bisschen. Er wird bestimmt bald zurückkommen. Es ist ja heute schließlich Samstag. Und ich nehme an, Sie wollen ihn dringend sprechen, nicht? Nein, wir sind eigentlich heute, würde ich sagen, terminlich eigentlich völlig ausgelastet. Das war doch der Jäger. Ich würde sagen, wir sind eigentlich terminlich ausgeplant. Na, vollkommen. Nicht? Einer jagt den anderen. Natürlich. Ein Termin, der nächsten. Ja. Ich habe gar nicht gewusst, dass die beiden Herren sich kennen. Wer meinen Sie? Sie und der Dr. Förster. Jäger. Doch, der Jäger. Jäger, na ja, wir können, wie soll ich das? Wir kennen uns eigentlich nur flüchtig. Flüchtig, Ewigkeit. Ewig flüchtig. Das sind der Geschäftsleute ebenso. So braucht es, man lernt sie kennen. Natürlich. Gemeinsames Projekt. Genau. Gegenseitiges Vertrauen, ich meine, das ist ja die Basis, finden Sie nicht auch? Ja. Vertrauen? Ja, Vertrauen. Selbstverständlich, das ist das Wichtigste im Leben. Natürlich, wie Sie sagen, wo kämen wir hin, wenn wir einer dem anderen nicht mehr glauben könnten? Echt? Ins Gefängnis. Entschuldigung. Wie kann denn dann sowas überhaupt denken, nicht? Unter Ehrenmännern? Unter denen natürlich nicht, das ist klar. Doch alle, wie wir hier sitzen, echt? Hoffentlich kann ich nur sagen. Verschwiegene Ehrenmänner, nicht? Apropos verschwiegen, das ist auch die einzige Bedingung, die ich jetzt stellen muss. Absolute Diskretion. Ja, bitte, meine Diskretion, die haben Sie selbstverständlich, aber ich weiß eigentlich noch gar nicht, über was ich mit wem reden sollte. Respektive, besser ausgedrückt, mit wem ich über was nicht reden sollte. Ja, ich meine, über was dürfen wir nicht reden? Also, habe ich das noch nicht gesagt? Nein, so viel ich weiß nicht. Ich bin ja auch schon vergessen, das ist ja schon der beginnende Kreis. Ne? Bei Ihnen aber auch, haben Sie noch nichts dergleichen erwähnt? Aber nein, lieber Doktorchen, nein, aber das Ganze lässt sich ja leicht nicht mal in Worte fassen. Ja, das lässt sich, natürlich lässt sich das in Wort. Ich will mal damit anfangen, nicht? In der Nähe von Hawaii. Hawaii, nicht? Ein paar Kilometer weiter weg, da gibt es eine wunderschöne, romantische Insel mit dem poetischen Namen Virgin Islands. Ja, zu Deutsch Jungfrauinsel. Aber kann doch alle Englisch, Herr Botschafter, ist vielleicht schon dort gewesen auf der Insel. Nein, auf der, sehen Sie, auf der war ich nicht und da muss ich Sie leider auch unterbrechen. Ich kenne natürlich Virgin Islands, die kenne ich verhältnismäßig gut, aber die sind keinesfalls in der Nähe von Hawaii. Die sind von Hawaii ungefähr, sagen wir, ganz genau weiß ich das natürlich nicht, ungefähr 8000 Kilometer entfernt. Die sind in der Karibik, in den kleinen Antillen, eine kleine Inselgruppe, die sogenannten Inseln unter dem Winde. Aber sie sind ganz in der Nähe von Haiti. Vielleicht Haiti, Hawaii, liegt da nicht eine Verwechslung vor? Ja, haben wir da was verwechselt? Ich glaube nicht. Ich meine, wir haben die eigene Virgin-Insel, einen ganz eigenen Atoll, würde ich sagen. Ja. Atoller? Jeder sein eigener Atoller. Ja, wie Sie wollen. Ja, auf diesem Atoller, da gibt es also auf dieser Insel gibt es Land, ne? Land. Das ist eigentlich auch eine dumme Bemerkung. Auf einer Insel gibt es natürlich immer Land. Natürlich. Ich meine natürlich nacktes Land. Ja, das ist auch der Name, Virgins, nackte Jungfrau. Richtig. Sehr kluge Bemerkung. Ja. Und auf dieser Insel gibt es also unbebautes Land. Ja. Und das wartet. Auf was?
Sehen Sie, auf die Bemerkung habe ich gewartet. Sehr gescheiter Mensch, der Herr Fintex. Ja, Sie darf vielleicht zusammenfassen. Auf der einen Seite gibt es diese Insel mit dem unbebauten nackten Land und auf der anderen Seite gibt es Mengen und Mengen von Touristen, die da hinein wollen. Genau. Wollen die da hinein, wenn dort nichts ist? Sehen Sie, Ihr Mann ist ein kluger Kopf. Sehen Sie, mein Herr, das ist der springende Punkt. Ja, das ist er. Natürlich, man muss doch diesen Touristen, diesen stressgeplagten, erholungssuchenden Menschen etwas bieten, nicht? Ein Dach über dem Kopf, ein Bett, gutes Essen und nette, sehr, sehr nette Betreuung. Ach, das ja. Wenn ich Sie richtig verstehe, wollen Sie dort so eine Art Kinderdorf bauen? Nein, die Bemerkung ist eigentlich nicht so unklug, aber nicht ganz. Kein Kinderdorf. Ja. Ein Hotel, aber das, was Sie meinen, der karitative Sinn, zu helfen, nicht wahr? So ist groß, es, lieber Dr. Jäger. Der steht natürlich schon im Raum, der liegt dahinter. Und da haben wir, Kurt und ich, natürlich sofort an Sie gedacht. Sie, lieber Herr Botschafter, haben doch sicher etwas für karitative Zwecke übrig. Ja, na selbstverständlich, das muss ja heutzutage jeder denkende Mensch. Aber ganz ehrlich, ich sehe noch nicht, was ich zu Ihrem Hotelprojekt beisteuern könnte. Geld? Nein, so profan kann man das doch nicht ausdrücken. Ja, ganz im Gegenteil. Wir haben etwas für Sie sozusagen, etwas von dem Hotel für Sie. Ja, und zwar was? Dass wir bauen werden. Genau so ist es. Ja, einen Anteil für Sie. Einen Anteil? Was für einen Anteil, ich meine? Na ja, was für einen Anteil? Ein Stock oder was? Ja, wir machen dort, wir bauen ein Hotel, es muss ja kein Stock, es kann ein Stockwerk sein. Es kann ein Stockwerk sein, nicht? Sie bezahlen ein Stockwerk und der Nächste bezahlt das andere Stockwerk. Wieder einer bezahlt noch ein Stockwerk, nicht? Dann haben wir einen Flügel, können Sie bauen. Und den Gewinn, nicht? Den Gewinn, den teilen wir dann unter uns auf. So. Ich meine, unter den Anteilbesitzern teilen wir den. Aber meine Herren, ich glaube, ich muss Sie leider enttäuschen, denn ich fürchte, Sie überschätzen meine finanziellen Mittel bei weitem. Aber Dr. Holmann, Sie fürchten um Ihr Geld. Ich garantiere Ihnen persönlich, also doch. Ja, selbstverständlich auch. Euro, Quicksilber. Fortschritt der ganzen Sache. Gut, würden Sie so nett sein. Bitte schön, gerne. Ich vergebe mich selbst. Persönlich die Finanzierungspläne ausgearbeitet, natürlich. Und auch den Bauplan. Bitte, das sind die Baupläne. Vielleicht bitte den Finanzierungsplan zuerst, damit der Dr. Holmann Einsicht nehmen kann. Bitte, das werden die Finanzierungspläne. Und das hier werden die Baupläne. Also die Skizzen zum Hotel, lieber Herr Botschafter, sind von mir, nicht wahr? Das ist einfach genial. Sehen Sie mal, Sie sehen ganz unten deutlich Süden, nicht wahr? Unten Süden. Und oben ist noch. Rechts sehen Sie Osten, Osten ist ja links. Das kommt auf den Standpunkt. Genau, wie man es nehmen so würde ich sagen. Und unten natürlich ist der Swimmingpool. Entschuldigen Sie bitte, geht mich nichts an, aber eine Frage, wieso steht eigentlich da mitten in dem Swimmingpool ein Kirchturm? Ja, Moment, das ist kein Kirchturm. That's the ballroom. The ballroom. Und wieso ist der Ballroom ist im Swimmingpool? Und da werden dann die Leute mit den Flossen Walzer tanzen? Nein, Ballroom, Swimmingpool. Bitte, darf ich das vielleicht jetzt noch einmal erklären? Ja? Ja, Frau Sokol, ich hab geglaubt, Sie sind schon weggegangen. Aber wie kann ich Ihnen das antun? Mein Gewissen tät mich doch zwicken, dass ich fortgehe, ohne Ihnen Ihr Papperl zu machen. Bitte reden Sie nicht mit Papperl zu mir, ich bin ja kein Schlüsselkind. Das ist ein bisschen so was Ähnliches. Nein, das macht ja nichts. Herr Sektionschef, Sie gehen dann ins Wohnzimmer, nehmen sich ein gutes Buch und noch die Nachrichten, gehen wir dann schön ins Bett. Ja, Gott sei Dank, aber Gott sei Dank gehen wir allein jeder ins Bett. Nicht? Ja.
Ich wollte holen. Oh, na, Scholz, jetzt war ich ein bisschen unfeinig mit Ihnen und dabei haben Sie mir so schöne Blumen mitgebracht. Ah, deswegen waren Sie noch einmal unten. Das finde ich rein. So deppert müsste sein, dass Sie einen Mann Blumen schenken. Nein, na, die sind vom Herrn Herbert. Den habe ich kurz im Café unten getroffen und der hat sie mir geschenkt. Und jetzt gehe ich Ihnen Ihr Papperl machen. Das ist mit? Aber wirklich ganz reizend. Sagen Sie, Frau Sokol, habe ich Ihnen eigentlich schon erzählt, dass ich gestern einen Brief von meiner Frau bekommen habe aus Brasilien? Ja. So circa 5 bis 20 Mal. Ja, aber vorgelesen habe ich Ihnen den Brief noch nicht. Ich meine, ich habe ihn vorgelesen, da im Ernst und der Elfiner und heute früh natürlich dem Dr. Winkler im Kaffeehaus. Was machen denn Sie im Kaffeehaus? Na bitte, ich frühstück so ungern allein. Herr Sektionschef, der Daddy Song. Nehmen Sie nicht das Radio, dann haben Sie eine Ansprache. Aber fangen Sie mir nicht so an. Im Kaffeehaus fängt es an und auf die Nacht beim Brandwerner hört es. Aber Sie bitte, machen Sie nicht solche Unterstellungen, Frau Sokol. Keine Unterstellungen. Na, aber wirklich, ich meine, in meinem ganzen Leben war ich noch bei keinem Brandwerner. Ja, ich habe so meine Erfahrungen. Also wirklich, das ist die Höhe. Ich meine, ich habe mich unterhalten auf einem kleinen Plausch. Die gnädige Frau hat gesagt, ich soll auf Sie aufpassen. Und was dann? Sie kam drei den Rückenboschen so und stravanzen durch die Lokale. Ich stravanze nicht so, ich habe mit Herrn Dr. Winkler mich ein bisschen unterhalten. Eben. Und ich weiß auch gar nicht, ob das ein guter Umgang für was, Sie ist. Was? Das ist ein ganz seriöser Mann. Ja, aber er ist ein Junggeselle. Ja, und von dem könnten Sie Eigenschaften annehmen, die weder mir noch der Knefrau passen. Ja, so. Ich werde Ihnen ein Erdäpfelpüree machen, weil das können wir schön mit dem Löffel essen. Ja? Ja, ich will aber nicht mit Löffel essen, weil ich habe ja noch alle meine Zanderln. Dann sind nicht alle aufmucken, aber es macht nichts. Ich werde sie noch wenig salzen, weil das ist gesünder. Nein, also das halte ich nicht mehr aus. So. Jetzt schön bleiben Sie sitzen, tanzen nicht alle. Sie wollten mir doch den Brief verlesen. Ja, ich wollte, aber jetzt will ich nicht mehr. Seien Sie nicht so trotzig. Tun Sie mir schön den Brief verlesen, also, laut und bitte, deutlich. Weil der Brief ja wirklich sehr schön ist, weil ich ja. Also den Brief vorlesen. Den will ich hören. Moment, nur mal. Lesebrille nehmen, weil mit der Brille kann ich nicht lesen. Nein, ich will Ihnen auch nichts geben. Ja, ich glaube auch nicht, dass man dir was geben wird. So, warten Sie einmal. Die Hilla schreibt zum Beispiel unter anderem, schreibt sie lieber Franz. Ja. Also, ich muss euch sagen, es verschlägt einem schon die Sprache, wenn man dann plötzlich den sagenhaften Zuckerhut vor sich liegen sieht. Den Zuckerhut. Der liegt. Ja, der liegt, das ist ein Berg, nicht wahr? Man glaubt, man träumt und im nächsten Augenblick schwebt man auf einmal knapp neben einer riesigen Christusstatue vorüber. Ist auch ein Berg. Die Christusstatue ist kein Berg, aber sie steht auf einem Berg, zum Greifen nah. Sie steht auf einem anderen Hügel von Rio de Janeiro, dem sogenannten Corcovado. Und ein paar Minuten später landet man bereits am Flughafen. Ich habe noch gewisse Schwierigkeiten mit der Zeitverschiebung. Angeblich bin ich nämlich mit der Zeit geflogen und eigentlich früher angekommen, als ich wirklich angekommen bin. Der hätte sich gar nicht wegfahren brauchen. Naja, außer... Moment, was denn? Aber, da kenne ich mich nicht aus. Franz, erklär du es den anderen. Ja, das oder bei ihm. Ja. Und jetzt bin ich müde und gehe schlafen. Alles Liebe, deine Hilla. Das ist wirklich ein schöner Brief. Aber eins hört man außer Heimweh hat sie inzwischen schon. Naja, das ist wahrscheinlich. Hoffentlich hat sie Heimweh. So. Naja, das mit der Zeitverschiebung, schauen Sie, das ist ganz einfach. Das verstehe ich nicht. Das ist sehr einfach. Schauen Sie, es ist hier zum Beispiel, wenn es hier bei uns 12 Uhr ist, ist es also. In Rio de Janeiro ist es erst 7 Uhr früh. Nein, ich will keinen Zucker. Also, ich habe immer gesagt, dass ich keinen Zucker will. Ja, bitte. Moment, was ist denn das? Also ausschauen tut es wie Kaffee. Ja, aber riechen tut es noch was ganz anderes. Ja, es ist nämlich ein Malzkaffee, den können sogar Kleinkinder trinken. Um Gottes Willen, ich bin kein Kleinkind. Ich will keinen Malzkaffee. Ich habe nie einen Malzkaffee wollen. Er wird ihn beruhigen. Ich will nicht beruhigt werden, da gehe ich lieber weg. Also, wohin? Sieh, das geht sich einen feuchten Schmutz an. Die Knefrau hat gesagt, ich soll mich darum kümmern. Also gut, bitte, damit Sie gegen der gnädigen Frau alle Ihre Wünsche erfüllen, darf ich hinuntergehen zum Herrn Botschafter Hollmann? Ja, das ist gut, da kann nichts passieren, ja, gehen Sie. Danke Ihnen vielmals, Sie sind zu gütig, bitte. Frau Sokol, so viel Güte habe ich gar nicht verdient. Also,
meine Herren, ich hab da vorhin die falschen Gläser hergegeben. Ich bin ein bisschen durcheinander, Sie werden verstehen, warum, gell? Verstehe. Aber der Cognac schmeckt genauso. Natürlich. Was denn? Champagnergläser schmeckt das. Aber lieber Kurt, eigentlich, wenn ich so sagen darf, eines habe ich nicht ganz verstanden. Wie ist denn das mit dem Licht? Da brauchen Sie doch kein Licht, da scheint doch das ganze Jahr über die Sonne. Ah, da schau her, auch in der Nacht. Nein, kleiner Scherz, Dr. Holland, sehr nett. Kompliment, nein. In der Nacht, da leuchten natürlich 100 Scheinwerfer farbig. Was hat der Dr. Jäger, 100? 1000 Spotlights. 1000 Scheinwerfer. Das gesamte Hotelareal. Areal soll das heißen? Areal soll das heißen? Nein. Wir werden schon noch einen anderen Namen finden. Dieses Hotelareal, auf dem elegant gekleidete Gäste hier vielleicht promenieren. Ja, im Licht der Scheinwerfer, mit einem Wort, das Grundstück ist aufgeschlossen. Ja, die ganze Bevölkerung ist ungeheuer aufgeschlossen, freizügig. Wir haben an alles gedacht, oben ohne. Was ist mit Kanal? Ja, hören Sie mal zu, wenn Sie Kanäle wollen, müssen Sie nach Venedig gehen. Aber in Venedig ist ja mit Hotelplätzen zum Bauen auch sehr schwierig. Aber bitte schön, ich habe auch in Venedig ein sehr interessantes Projekt an der Hand. Ein sehr schönes alten Palazzo, Palazzo Tintorozzi. Ausgezeichnetes Haus, wissen Sie, natürlich ein bisschen beschädigt. So, bitte eher einen kleinen Scherz. Nein. Der Sektionschef Lafitte wäre da. Entschuldigen Sie, Herr Botschafter, der begrüßt in der Gesellschaft. Aber überhaupt. Danke vielmals. Ja, so eine Überraschung. Kurt, was machst denn du da? Ja, ich bin hergeflogen. Ich habe gar nicht gewusst, dass du in Wien bist. Ich bin mit dem Flugzeug hierher. Ach so? Wir sind Luft. Bitte, Herr Sektionschef. Wollen Sie nicht ein bisschen zu uns setzen? Ja, wenn ich störe, bitte gerne. Ein hochinteressantes Projekt. Ich muss sagen, Ihr Herr Schwager ist wirklich ein sehr vielseitiger Mann. Ein Cognac, Sie kriegen auch ein richtiges Glas. Nein, danke, bitte keinen Cognac. Ja, mein Schwager, der ist sehr vielseitig. Ja, wir sehen das. Das sind ja zwei sehr vielseitige Herren. Fast möchte ich sagen, vieldeutig. Ja, aber Herr Windeck, Sie haben auch das Revier gewechselt. Bitte, Herr Sektionschef, wenn Sie vielleicht die Güte hätten, von mir nicht wie von einem Rehbock zu reden. Ich habe nicht das Revier gewechselt, sondern der Herr Botschafter war so liebenswürdig, mich frierend aus dem Stiegenhaus aufzulesen und mir kurz politisches Asyl zu gewähren. Aber eigentlich möchte ich zu Ihnen. Ach so. Entschuldigen Sie bitte, wenn ich indiskret bin, aber was sind das da für Skizzen? Nichts, was Sie interessieren könnte. Zu kompliziert. Natürlich. So eine kleine Frau. Hochfinanz. Das sieht mir eher wie eine Kinderzeichnung aus. Und wenn das ein Kind gemacht hat, dann würde ich sagen, die Begabung des Kleinen liegt nicht unbedingt auf zeichnerischem Gebiet. Also bitte schön, das zu beurteilen liegt wohl nicht ganz in Ihrer Übersicht. Ja. Die habe ich wohl. Und ich behalte sie auch. Ja, tun Sie das, meine liebe Marianne. Aber wenn's geht, draußen. Wie ich Sie kenne, haben Sie doch sicher noch sehr viel zu tun in Ihrer Küche. Nein, in meiner nicht. Aber ich habe in einer anderen Küche etwas sehr Dringendes zu erledigen. Ja, Sie müssen entschuldigen, Herr Sektionschef, aber seit meine Frau weg ist, kennt unsere Marianne nur mehr zwei Tonarten für mich. Eine sanft drohende und eine ach so gütig verzeihende. Aber sie hat sich noch immer nicht entscheiden können, wie sie mich eigentlich behandeln soll. Wie ein kleines Chopperl oder wie einen alten Deppen. Entschuldigung, so lache. Aber ich komme nämlich vom Regen in die Traufe. Das, was Ihnen mit Ihrer Marianne passiert, das habe ich ja unten mit meiner Frau Socko. Deswegen bin ich zu Ihnen geflüchtet. Aber ich habe natürlich nicht gewusst, dass ich hier so viele liebe Bekannte und Verwandte treffen werde. Ja, bitte schön, doch, wir wollen auch nicht stören. Nein, bleiben Sie doch. Ich bitte Sie herzlich darum. Vielleicht interessiert Ihr Projekt auch Ihren Herrn Schwager. Das glaube ich eigentlich nicht. Das ist ja eher ein bisschen fantasielos. Ja, aber Kurt, das ist aber sehr unschön, dass du solches von mir sagst. Ich bitte dich, ich war doch immer ein Bewunderer deiner Projekte, der Fantasie. Ja, das Projekt ist ja eigentlich nicht unbedingt meine Idee, wenn ich also ganz ehrlich sein soll. Es ist ja eigentlich eine Idee von Dr. Jäger. Ach so, dann wird der Herr Dr. Jäger so freundlich sein, mich aufzuklären. Ja, aber gern. Natürlich ist ja auch kein Geheimnis, nicht? Aber ich glaube, Herr Windeck hat noch was Wichtiges mit dem Herrn Sektionschef zu besprechen. Nein, wichtig ist es nicht. Es muss auch nicht unbedingt hier sein. Es ist direkt ein bisschen peinlich, nicht? Also, nein, es ist nicht
für mich peinlich es ist, aber dem Ernst ist es peinlich. So, ja. Also lieber Herr Windex, entschuldigen, Herr Botschafter. Nein, also bitte, wir sind ja hier so zusammen unter Freunden. Also bitte, reden Sie ruhig frisch von der Leber, ja, weg, genieren Sie sich nicht. Darauf bestehen, sehr gerne. Es ist so, Herr Sektionschef, Sie hatten die Liebenswürdigkeit, vor Weihnachten bei uns in der Buchhandlung einige Bücher zu bestellen als Weihnachtsgeschenk und so, die wir Ihnen ja auch geliefert haben. Und jetzt ist es so, es geht um die Rechnung. Nicht, weil der Ernst sagt, es ist ihm peinlich, dass er seinem Vater eine Rechnung vorlegt. Nicht, aber nachdem Sie ja nicht mein Vater sind, ist es mir nicht ganz so peinlich und ich möchte, also das ist, ich möchte auch nicht, aber ich muss, weil wir am Montag ist eine Steuerrate fällig und jetzt versuchen wir alles zusammenzukratzen, was so möglich ist. Das ist manchmal wirklich sehr peinlich. Von einem fremden Menschen Geld zu verlangen, ist doch für den sensiblen Menschen eine äußerste Qual. Gut, du solltest dich dieser Qual nicht unterziehen. Ja, bitte, es ist mir deswegen peinlich, dass ich das Ganze vergessen habe, nicht wahr? Aber wissen Sie, in dem Wirbel mit der Abreise von der Villa und so weiter. Also da habe ich dann wirklich nicht dran gedacht und dadurch ist das Ganze entstanden. Also ich muss mich entschuldigen, aber ich stelle Ihnen gleich einen Scheck aus. Entschuldigung bitte, lieber Franz, weil du gerade beim Scheck ausstellen bist. Du, ich befinde mich auch in einer vorübergehenden Verlegenheit, verstehst du? Durch die Investitionen für das Hotel. Ach so, ja, in welchem Hotel wohnst du denn? Du, ich wohne eigentlich noch nicht dort. Das Hotel wird ja erst gebaut. Ja. Und zwar auf einem sehr schönen Atoll, habe ich recht, in der Nähe von Hawaii. Ein Virgin Island. Sie kennen die Virgin Islands auf der anderen Seite drüben in der Karibik. Nein, das ist zwischen Haiti und den berühmten Grenadern. Ja. Nein, aber das ist es nicht. Es ist ein neues, neu entdecktes Virgin Island und das ist in der Nähe von Hawaii. Und die beiden Herren waren so liebenswürdig, mir anzubieten, auch an einem Hotelbau mich zu beteiligen. Mir dort einen Flügel anzuschaffen oder ein Stockwerk. Ein Stockwerk. Oder bitte, können ja auch nur drei Zimmer sein, ne? Oder zwei? Aha. Oder eins? Nein, ich glaube nicht. Nein, ich glaube es wirklich nicht. Nein, also, Frau Marianne, sind Sie mir nicht böse, aber über meine Familie traut sie prinzipiell nicht. Das heißt, über meine natürlich schon. Das ist mir wurscht. Ich hab da zum Beispiel eine Tante, die ist so circa 75, die gibt leidenschaftlich Inserate in der Zeitung auf. Ich meine nicht leidenschaftliche, sondern so Meschugene. Meschugene? Nein, das ist Meschugene. Also jedenfalls über die Tante, der die Ihnen alles erzählen, was wollen. Nur über die Frau Sektionschef und den Herrn Sektionschef, nein. Ja, aber es ist doch für einen guten Zweck. Für welchen? Na, also schauen Sie, der Herr Dr. Hollmann ist doch jetzt allein, weil seine Frau verreist ist, um sich selber zu finden. Und sagen Sie, wo sucht sie sich denn? Wo hat sie sich verloren? Naja, in sich sozusagen. Wozu fährt's dann weg? Könnt's ja hier weiter so. Naja, gut, das ist wieder was anderes und das hat verschiedene Gründe. Aber darüber möchte wieder ich nicht reden, weil ich Indiskretionen hasse. Sehen Sie? Ich auch. Da verstehen wir uns ja. Ja, natürlich verstehen wir uns, aber das hilft mir ja nicht weiter. Weil die Frau Doktor, bevor sie weggefahren ist, zu mir gesagt hat, passen Sie mir gut auf meinen Mann auf. Genau. Wie meine Knefrau, die hat das auch gesagt. Ja. Aber jetzt frage ich Sie, wie soll ich auf ihn aufpassen, wenn ich nicht weiß, was für Gefahren ihm drohen? Die muss ich doch kennen, die Gefahren. Und deswegen möchte ich ganz genau über den Herrn Schwager Kurt Bescheid wissen. Also wissen Sie, Gefahr ist ja übertrieben, Gefahr ist ja keine. Also den Schlankerl, ein windiges. Ah, sehen Sie, das habe ich mir gleich gedacht. Ich habe es mir gedacht. Na gut, jetzt weiß ich alles. Dankeschön. Bitte, wenn Sie alles wissen. Herr Sektionschef, was ist Ihre Meinung zu diesem Projekt und unserer beiden Hoteliers in Spee? Ja, wenn Sie von mir sozusagen eine maßgebliche Meinung haben wollen. Also gut, ich werde Ihnen meine Meinung sagen. Meine Meinung ist die, dass es genau so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja? Na, ja. Das freut mich, aber wirklich, ich bin wirklich erfreut. Ja, nur, leider, wir sind von Interessenten schon so
überlaufen. Völlig überlaufen. Vielleicht wäre es doch noch möglich, ich meine, im Sinne unserer freundschaftlichen, nachbarschaftlichen Beziehung, dass man für den Herrn Sektionschef noch einen Anteil eventuell. Das wäre ja für Sie auch, lieber Herr Sektionschef, von größtem Interesse. Jetzt, wo Sie Ihre Erbschaft erwarten, Sie werden doch das Geld sicher arbeiten lassen wollen. Ja, da hat er recht, Franz. Ich meine, Geld und Glaube mir, davon verstehe ich etwas, darf niemals liegen bleiben. Naja, also da war ja bei dir die Gefahr nicht sehr groß. Ja, also mein totes Kapital, das ist ja wirklich das Schlimmste, was es gibt. Nicht wahr? Da profitiert nur das Steueramt davon. Nicht wahr? Bei unserem Projekt kannst du ja das Geld abschreiben. Ja, das ist ganz sicher. Also bei dem Projekt, das kann man wirklich das Geld abschreiben. Aber da ich nun gar kein Geld habe, das ich abschreiben bräuchte, werde ich mich an diesem Projekt doch nicht beteiligen. Und wie ich den Herrn Botschafter kenne, glaube ich, werde ich auch nicht beteiligen. Also, mein lieber Franz, das ist einfach arg. Ich meine, das ist einfach, ich muss schon sagen, perfide. Das ist doch absolut eine Geschäftsstörung. Der Herr Botschafter ist doch ein viel zu großzügiger Charakter, um sich durch solche kleinen Bedenken, wenn ich es so ausdrücken darf, ableiten zu lassen. Habe ich nicht recht? Naja, leider nicht ganz. Wissen Sie, meine Großzügigkeit wird so ein bisschen kleinkariert, wenn ich an meine Mittel denke. Und meine Mittel, ich schwöre Sie, die reichen nicht aus für einen Flügel, für ein Stockwerk, auch nicht für drei Zimmer, auch nicht für zwei Zimmer, nicht einmal für ein Zimmer. Meine Herren, wirklich, es tut mir leid. Ja, es tut mir leid, aber hoffentlich wird es Ihnen, lieber Herr Dr. Hollmann, später dann nicht auch irgendwann einmal leid tun. Aber bitte, bitte, wenn sich der Dr. Hollmann dann noch überlegen sollte, lieber Kurt, vielleicht wäre doch die Möglichkeit da, dass wir einen Anteil ihm bereithalten. Ja, das ist wirklich sehr lieb, aber ich glaube, Sie brauchen sich nichts zu bemühen. Denn ganz ehrlich, meine Herren, Ihr Projekt interessiert Sie sehr. Sie haben gerufen, Herr Doktor. Ja, nein, das habe ich nicht. Haben Sie nicht? Ich habe es aber ganz deutlich gehört. Ja. Das muss dann innerlich gewesen sein. Bitte schön, wir waren gerade im die Aufbruch. Die Herren wünschen zu gehen, eben. Ja. Ich habe es erraten. Ja, Franz, ich bleibe noch eine Weile hier in Wien, wenn du vielleicht irgendeine Beratung brauchst, in Geld Angelegenheit steht ja gerne zur Verfügung. Ich würde sagen, ich rufe jeden Tag zweimal an. Also gut, übernimm dich nicht einmal genügt. Gut, das weiß ich. Gut, meine Herren. Darf ich die Herren hinaus begleiten? Auf Wiedersehen und bleiben Sie uns bitte gewogen. Aber nur Wiedersehen. Nach Wiedersehen. Das ist doch keine Sache. Herr Botschafter, muss mich bei Ihnen entschuldigen. Für meinen Schwager. Aber Sie, er ist nicht der Seriöseste in unserer Familie. Aber andererseits, Gott, er ist also, möchte fast sagen, er ist mit all seinen Projekten so naiv, dass man sozusagen also auch jeder gleich weiß, worum es sich wirklich handelt. Der Herr ist auch harmlos. Ja, ich habe mich auch sehr über ihn amüsiert, schon damals, wie er mit dem gipsernen Buddha dahergekommen ist. Und heute habe ich mich wirklich sehr gut unterhalten über die beiden Herren. Und ich habe mich sogar gefreut, dass Sie gekommen sind, denn das war ja wenigstens eine kleine Abwechslung in meiner wohlbehüteten Lebensweise. So, das wäre erledigt. Und jetzt bereite ich den Kamillentee und ein paar Gurzli. Ne? Bitte, das, meine Herren, nicht böse, aber das ist mein Stichwort. Ich meine, mit dem Kamillentee hätte ich mich ja vielleicht noch abfinden können, aber bei Gurzli, da werde ich zum Deserteur. Das ist aber wirklich schade, denn Ihre Gurzli sind gar nicht so schlecht. Aber ich kann natürlich verstehen, dass Sie gehen wollen. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich recht bald wieder einmal besuchen. Das ist wirklich reizend und ich danke auch für die liebenswürdige Gastfreundschaft. Und ich werde Sie gern wieder besuchen. Ja, wie ist das? Kann man kommen, wann man will? Oder hat die Marianne strenge Besuchszeiten eingeteilt? Das wird sich ergeben. Sonst muss ich mich am Ende ein bisschen moderieren, weil sonst muss ich mich für Sie auch noch beim Herrn Botschafter entschuldigen, nicht wahr? Weil der Herr Botschafter glaubt ja, Sie gehören zur Familie. Nein, also Sie haben ja schon fast zur Familie gehört. Oder besser gesagt, wir haben Sie ja eh schon in der Familie integriert und adoptiert. Aber wissen Sie, ein schwarzes Schaf in einer Familie genügt ja, nicht wahr? Meine zwei, das ist schon der Beginn einer Herde. Naja, aber wieso schwarze Schaf? Ich wollte es ja wirklich wissen. Ich kenne jetzt inzwischen das Regiment von der Marianne hier. Und bitte, wie gesagt, wenn Sie irgendwas brauchen, was ich einschmuggeln könnte, also Strickleiter, oder Pfeile, Anruf genügt, kommen ins Haus. Vielen Dank. Meine Herren, wir sind Dankeschön, Herr Sektionschef, und danke auch für die liebenswürdige Begleitung. Aber ich bitte sehr, gerne geschehen. Wiederschauen. Na ja, Herr Botschafter, was sagen Sie zum Herrn Windeck?
ein Lebenskünstler. Ja, ja. Der wird nie erwachsen. Ja, naja, da ist er eigentlich zu beneiden. Wissen Sie, die Peter Pans in unserer Welt, die haben es leichter als unser einer. Finden Sie? Ich weiß nicht. Da muss man die richtige Veranlagung dazu haben. Also, ich kennt das nicht. Ich kennt nicht so wie der Herr Windeck, so sozusagen von einer Blume zur anderen flattern und letztlich immer nur nippen, aber nirgends wirklich landen. Also, na gut, das ist meine Veranlagung, ich kennt das ja, nicht. Natürlich. Also, ich brauche einen Hafen, einen sicheren Hafen, wo ich weiß, dass ich geborgen bin, da bin ich zu Hause, da kann mir nichts passieren, da ist es behaglich, da ist es gemütlich. Na, also, kurz gesagt, ich brauche meine Frau. Wissen Sie, jetzt, wo sie schon ein paar Wochen weg ist, da merke ich das erst so ganz richtig. Ach, entschuldigen Sie, ich wollte wirklich... Na, ich weiß, Sie wollten kein Salz in meine Wunden streuen. Na, entschuldigen Sie, also ich habe einfach nicht gedacht. Und ja, ich weiß, Sie haben sich nicht gedacht, dass sich sowas in einem Haus so blitzschnell herumspricht, aber es tut es. Da sind die Urwaldtrommeln arme Haseln dagegen. Das Fräulein Fuchs und die Frau Neuberger haben mich auch schon besucht. Ja, eine Art Kondolenzbesuch war das. Und das Fräulein Fuchs will mir einen Pullover stricken. Trag allerdings nie einen Pullover. Und die Frau Neuberger, die will mir Karten legen. Selbstverständlich will die Karten legen. Ob meine Frau über einen kleinen oder über einen weiten Weg wieder zu mir zurückkommt. Herr Botschafter, ja. Mir steigt da ein furchtbarer Verdacht auf. Am Ende kommen die zwei auf die Idee, dass sie mich auch heimsuchen? Naja, das weiß ich nicht, aber wenn ihre Frau später zurückkommt, als sie nach Meinung des Hauses zurückkommen dürfte, ja, ich fürchte, da kann ihnen das schon passieren. Mhm. Aber nein, schließlich ist ja das alles sehr gut gemeint. Wissen Sie, 90% sind Mitleid und 10% sind Schadenfreude. Nach dem Motto, das habe ich ja schon lange gewusst, aber natürlich, es hat ja mal kommen müssen, sowas musste ja mal passieren. Mich hätte man fragen müssen. Herr Botschafter, wenn ich jetzt schon vorhin ins Fettnäpfchen getreten bin, jetzt ist schon egal. Ich glaube, ich habe eine gewisse Sympathie für Sie. Ich glaube, Sie haben diese Sympathie auch für mich. Na, ist es also nun wirklich zwischen Ihnen und Ihrer Frau eine endgültige Trennung? Endgültig? Ja. Endgültig, ich weiß es nicht. Ich würde eher sagen, nein. Aber wir haben ja inzwischen alle lernen müssen, dass man alles hinterfragen muss, wie das so schön heißt. Man muss alles in Frage stellen. Und mit dem Endgültig ist es halt so eine Geschichte. Denn wirklich, meine Frau und ich, wir sind ja durchaus nicht im Bösen auseinandergegangen. Nein, gar nicht. Wir sind eigentlich, wenn man es genau nimmt, sind wir überhaupt nicht auseinandergegangen. Wir haben uns nur, wie Sie schon angedeutet haben, getrennt. Das klingt paradox. Ne? Naja, ich verstehe das schon. Also meine Frau war sehr jung, wie wir geheiratet haben, wissen Sie. Und ich habe ihr damals eine fertige Welt anbieten können. Ich war sogar sehr stolz darauf. Aber ich habe heute leider nicht bedacht, dass jede Frau sehr gern ein bisschen mitmachen würde beim Aufbau einer gemeinsamen Welt. Naja, da wird das eine schwere Zeit jetzt für Sie sein. Ja, ich fürchte auch für uns beide und vor allem für meine Frau. Denn wissen Sie, einen kleinen Vorteil hat ja unser Alter immerhin. Nämlich den, dass man eben alt ist. Wenn ein Mann in meinen Jahren eine junge Frau heiratet, eine Frau, die um viele Jahre jünger ist, dann muss er sich doch im Klaren darüber sein, dass er sich früher oder später so oder so von ihr wird trennen müssen. Dass sie eigentlich nur eine, naja, wie soll ich das sagen, damit es nicht zu banal klingt, eine Art Leihgabe. Nein. Und man muss sehr dankbar sein, erstens, dass man sie überhaupt bekommen hat, und zweitens, dass man sie für eine gewisse Weile hat behalten dürfen. Na ja, Sie haben natürlich ganz recht. Alles auf dieser Welt ist eine Leihgabe, alles ist uns geschenkt, nichts können wir auf Dauer behalten. Aber eins wundert mich gelegentlich, wissen Sie, wieso es so ist, dass also manche Leute sagen, allein sein, das ist doch nicht gleichbedeutend mit einsam sein. Ja, wem sagen Sie bitte, das? Bitte,
Lieber Herr Doktor, jetzt kommen Sie endlich zu Ihrem wohlverdienten, lang ersehnten Kamillentee. Und den trinken Sie jetzt schön langsam Schluck für Schluck, ja? Ja, ja, ja. Ja, aber wieso haben wir denn die Decke wieder nicht auf den Füßen? Oh Gott, das ist doch wirklich unmöglich. Ja, ja, ja. So, ja, Sie kriegen auch gleich eine Decke, Herr Sektionschef, wenn Sie den Kamillentee ausgedrückt haben. Das ist sehr gut gegen Arthritis. Ja, aber ich habe gar keine Arthritis. Ja, das wird schon noch werden. Ich habe ein wunderbares Mittel draußen vorbereitet. 40%iger Alkohol mit verschiedenen Kräutern angesetzt. Wenn Sie den Kamillentee ausgetrunken haben, komme ich wieder herein. Sie machen die Beine frei und ich behandle Sie. Sie werden sehen. Ja? Ja. Da kann man nichts machen. Aber da gehe ich jetzt lieber. Nein, das dürfen Sie mir nicht antun. Um Gottes Willen, wo bleibt die Solidarität? Ja, aber Solidarität in Ehren. Aber ich kann doch nicht von der Marianne die Beine frei und die Hosen runterlassen. Also wirklich, sind Sie mir nicht böse. Da gehe ich ja lieber noch zur Soko. Ja, können Sie mich nicht mitnehmen? Aber natürlich, wenn Sie Wert drauf legen, gehen wir zu zweit. Zu zweit zur Soko.